Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, Feins Grill Barbecue. Ich habe vor diesem Video wenig Angst, weil ich habe sowas hier. Damit soll man aus jedem Grill die noch heißer bekommen. Und der Bräuking, der ist ja schon so eine heiße Sau. Da habe ich so ein bisschen Angst, dass der mir gleich wegschmilzt. Aber das probieren wir aus und ich rufe schon mal die Service-Nummer so nebenbei an, gucken, was passiert. Also viel Spaß dabei. Meine Freunde von grillrost.com haben was Neues. Die haben hier sowas hier. Und zwar, man kann schon so ein bisschen erkennen, worum sich das hier handelt. Und zwar kann man die hier so, ich peile mal so im Auge rüber, ich kann man die so auf den Brenner hängen und dann ist die ganze Hitzestrahlen, die hier unten am Brenner geht, geht nach oben. So, und ich habe schon Videos gesehen, dass bei Grills, die wenig Schub haben, dass das richtig, richtig geil funktioniert. Nun habe ich auch ein bisschen Angst, weil der Bräuli hat schon Schub. Und der läuft jetzt schon eine halbe Stunde Vollgas und ich zeige euch mal, wie heiß der jetzt schon am Rost oben ist. Wir peilen mal hier oben rüber, da haben wir so 420 Grad oben am Rost. Wenn wir jetzt unten rinpeilen würden, da geht es natürlich völlig ab nach oben. Also muss man so ein bisschen schräg rüber machen. Also 430, der ist ja schon da unten. 410 Grad ungefähr, 410 in der Größenordnung hat er jetzt. Und wir werden den jetzt ausmachen, werden den auseinanderbauen und werden die Dinger einhängen. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Also ausbauen ist total easy. Wir nehmen die einfach die Roste hier mit unserem Rostheber raus, legen die uns zur Seite. Wenn wir nachher hier unten einhängen, den kriegen wir dann auch raus. Siehst du das? Da ist natürlich jetzt richtig die große Maria, große Temperatur drin und man sieht, also kann ich ja verraten, mein Grill wird eigentlich nicht sauer, macht das irgendwie einfach, was ausbrennt. Alle halbe Jahr pusten einfach mal durch oder fegen zusammen, was so übrig geblieben ist. Ansonsten siehst du, die Dinger sind so heiß, du hast keinen nassen Rotz da unten drin. Alles geil. So, und da hängen wir den Bursche jetzt hier ein. Schieben den so und dann ist der schon mittig drunter und das machen wir praktisch jetzt mit allen. Du siehst schon praktisch direkt von unten kommt die Hitze hoch, aber bei Bräuching ist eh also relativ weit unten und gar nicht so viel Luft drunter. Von daher weiß ich nicht, ob das tatsächlich noch einen Effekt bringt, weil er schon süd konstruiert ist oder ob es doch nochmal ein Quäntchen mehr unnötige Energie in dem Grill drin ist. Wird ja auch nicht schaden. So, und das Wechseln hat jetzt tatsächlich 2 Minuten gedauert. Guck mal, da ist er drin, der letzte. Wollen wir nicht anmachen? Ah, kann man sehen, wa? Ja, es wird Licht. So. Flavor Wave drüber und die Roste einsetzen. Ganz einfach. So, zusammengebaut ist alles und jetzt starten wir die Brenner wieder, gucken, ob das funktioniert. So, auf den ersten Look, was soll noch sein? Und sieht von oben, sieht man keine Veränderung. Fühlt man auch nichts. Also Deckel zu und jetzt geben wir dem hoch 20 Minuten, eine halbe Stunde, so dass wir auch auf der Reiseflughöhe sind, wo er dann am Rost irgendwo anschlägt. Ich muss dazu sagen, wir haben jetzt winterliche Temperaturen draußen. Kann halt im Sommer noch ein paar Grad mehr sein. So, nach einer Viertelstunde verlässt mich so ein bisschen der Mut. Da kriegt man da der Anzeiger, also der bricht der Zeiger ab. Und hier drin tobt das Spektakel. Alles rot glühend und wir machen mal hier so eine kleine Messung. 440 Grad. Also, ich mache das jetzt hier aus. 440 Grad im Rost hat Punkte nach oben gebracht. So, und jetzt müssen wir uns die große Frage stellen, ich wollte ja eh schon mal rinlinsen. Die große Frage, die wir uns stellen, braucht man das? Ja und nein. Ich stelle fest, beim Bräuking brauchst du es nicht. Also, das bringt beim Bräuking noch mehr Temperatur rein, aber wozu? Total sinnlos. Außer du willst wirklich da, nee, mir fällt nicht ein, was man damit machen kann. Aber es gibt sehr, sehr viele Grills und vielleicht habt ihr so einen Kameraden zu Hause von einem anderen Hersteller, der, ja, wo am Rost mal sagt, so, naja, so ein bisschen ist das ja hier Schongarn, was der macht und wir brauchen einfach ein paar Grad mehr. Werden die Bleche keinen Hochofen daraus veranstalten, aber ihr habt gesehen, so 30, 40 Grad mehr am Rost, bringen die tatsächlich effektiv. Auch bei so einem süd konstruierten Grill wie dem hier. Und wenn der Grill natürlich noch schlechter konstruiert ist, hast du natürlich den Delta nach oben noch größer. Von daher, wenn du jetzt sagst, naja, mein Grill ist eigentlich noch in Ordnung, mir fehlt nur ein bisschen die Leistung am Rost, also zum scharf angrillen, da fehlt mir das so ein bisschen, dann ist das eine Option, von Grillrost bekommen, die Dinger sich reinzuhängen. Ich denke, ich mag die Jungen von Grillrost und er hat gesagt, mach mal ein Video, mach mal ein bisschen Werbung dafür, aber ich muss sagen, so für einen Bräuching-Grill würde ich mir das jetzt schenken, weil brauchst du gar nicht. Da habt ihr gesehen, also 400 oder 410 oder 450 Grad macht überhaupt ja keinen Unterschied. Aber wenn du einen Grill hast, der in deinem Rost bloß 250 hat
und du damit Richtung 300 kommst, dann ist natürlich ein Quantensprung. Oder wenn ihr das 217 nachher macht, dann 320. Da merkst du natürlich deutlich, deutlich mehr. Hierbei ist das, ja, vergebene Liebesmühe, kann man machen. Ich werde die jetzt wieder rausnehmen, weil ich mich an meinem bräuchigen Grill so gewöhnt habe. Aber ich werde mir die aufheben, falls mir mal ein Grill in den Finger kommt, der nicht so Bums hat, hält ich mir so Dinger ein. Und wenn ihr so einen Grill zu Hause habt, wo das nicht taugt, könnt ihr die jetzt bei grillrost.com bestellen. Das ist das, auch da, wo ihr meine schönen Feuerplatten gebt und viele andere coole Dinge. Schaut mal bei denen vorbei und dann könnt ihr euren Gasgrill nochmal eine Runde pimpen. Die haben für verschiedene Modelle die schon da, und falls euer Modell noch nicht dabei ist, dann schreibt halt die Jungs an und dann regeln die da auch was für euch. Die machen das. Also, vielen Dank, dass ich bei diesem Experiment dabei war. Ich bin froh, dass mein Grill das überlebt hat, und ich bin auch froh, für mich mal so Dinge zu haben, zu sehen, zu testen, zu sagen so, braucht, aber muss das doch nicht. In dem Fall für mich ist es, muss es nicht, aber für alle anderen, die nicht so viel Schub auf dem Grill haben, da habt ihr Spaß mit. Also, von daher, beim nächsten Mal speisen wir wieder richtig Fleisch auf. Bis zum nächsten Mal, Klaus grillt. Feines Grillen-Barbecue. Macht's gut. Und ihr könnt mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr für einen Grill habt, ob das für euch vielleicht Sinn machen würde. Tschüss. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.